Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht schon, wir sind hier heute in COD4 und ich bin ja persönlich ein großer Fan von COD4, weil das eigentlich so der größte Teil meiner Jugend war, wo ich halt mit aufgewachsen bin mit dem Call of Duty. Die meisten von euch werden wahrscheinlich eher so mit Black Ops 2 oder so aufgewachsen sein. Und ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf den Remaster-Teil. Und ja, was heute das eigentlich das Hauptthema sein soll, ist eigentlich nur, ich habe ja in den letzten 2 oder fast 3 Wochen keine Videos gemacht, weil ich eben ein paar private Probleme hatte und erstmal Veränderungen noch anstanden, weil ich meine alte Arbeit zurückgelassen habe, weil ich meine Ausbildung ja abgeschlossen hatte und dann eben jetzt meine neue Arbeit angefangen habe und das im Moment alles sich noch ein bisschen einspielen muss und ich aber optimistisch bin, dass ich in der Zukunft auf jeden Fall wieder Videos machen werde. Und das größte Problem ist einfach, dass mich Black Ops 3 im Moment nicht so glücklich macht. Keine Ahnung, ich habe da einfach keinen Spielspaß mehr dran. Das ist irgendwie ausgeleiert, das Spiel, und es macht einfach nicht mehr so viel Spaß, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet oder so. Könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel noch gerne spielt. Und ja, dann hatte ich ja einen kleinen Vlog gemacht, wo ich eure Fragen beantworten wollte auf der Gamescom, wozu es dann ja leider nicht gekommen ist, weil ich eben nicht zur Gamescom hingefahren bin, beziehungsweise fahren konnte, weil ich krank geworden bin und an dem Wochenende dann nicht dahin fahren konnte. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so das große Problem. Falls ich nochmal so ein FAQ machen werde, das werde ich auf jeden Fall noch machen, dann könnt ihr mir nochmal eure Fragen in die Kommentare schreiben und dann werde ich die auf jeden Fall noch beantworten. Und ja, ich muss auf jeden Fall persönlich sagen, jetzt wo eben dann die COD XP im Moment ist und IW, also Infinite Warfare, vorgestellt worden ist und jetzt auch das COD4 Remastered, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf ein neues Call of Duty. Man wird sehen auf jeden Fall, wie Infinite Warfare abschneiden wird und wie es einfach auch sein wird. Ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so geil, dass man wieder so rumjumpen kann. Man kann es auf jeden Fall ausprobieren und auf dem PC ist es sowieso so eine Sache mit den Lobbys und so. Man wird wahrscheinlich immer weniger finden. Jetzt zu Black Ops 2 am Ende wird man auch eigentlich nur noch fast dieselben Lobbys finden, also mit denselben Leuten. Das Matchmaking ist ja in dem Spiel nicht ganz so gut geworden, wie ihr ja alle wisst wahrscheinlich. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es in Infinite Warfare besser werden wird. Dass man da vielleicht das Matchmaking wieder ein bisschen wie in alten Zeiten, so in Black Ops 2 hat. Und würde ich mich auf jeden Fall freuen drüber. Ich werde mich auf jeden Fall auf das Spiel einlassen auch. Werde spielen und mir angucken. Persönlich habe ich aber am meisten Bock auf das COD4 Remastered. Und ich denke mal, da wird sich auch die große Mehrheit anschließen, dass die meisten das spielen wollen. Weil es ist einfach ein klassisches COD, so wie man sich ein COD vorstellt. Und das, was ich bisher gesehen habe, zeigt mir auf jeden Fall nur Positives. Und ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich schon sehr darauf. Und was ich aber zum größten Teil schade finde, ich spiele ja hauptsächlich auf dem PC, ist einfach, dass es keine Beta für den PC geben wird. Es gibt einfach ja, eine Beta für die PS4 und irgendwie eine Woche später wahrscheinlich wieder für die Xbox, so wie letztes Jahr bei BO3. Aber eben für den PC nicht. Steht dann irgendwie ganz unten in klein und finde ich schon ziemlich schade. Aber ich werde mir wahrscheinlich Ende September oder Anfang Oktober irgendwie eine PS4 holen. Und dann werde ich das auch auf der PS4 mal zocken. Wahrscheinlich werde ich es nicht aufnehmen können, weil ich keine Elgato habe. Aber ich werde euch auf jeden Fall informieren, so darüber, wie meine Eindrücke sind, wie ich das finde. Und ich finde, ihr habt das einfach verdient, dass ihr jetzt auch, ja, wisst, warum ich jetzt keine Videos gemacht habe. Und dass ihr einfach, ja, Bescheid wisst. So. Vielleicht werde ich jetzt noch wieder ein bisschen Spaß finden an Black Ops 3, wenn ich mal wieder mit den Jungs zocken sollte. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Vielleicht werde ich einfach nur so funny Moments machen oder so, wo ich dann einfach ganz gechillt mit meinen Freunden zocke. Oder keine Ahnung. Warum sind wir jetzt hier eigentlich in dem ganzen Hauptmenü? Ich muss sagen, eigentlich hatte ich jetzt Bock, noch irgendwie so eine Runde zu spielen, einfach so ein bisschen nostalgisch zu sein und euch vielleicht mitzunehmen, so wie es damals war. Ich habe einfach so viele, keine Ahnung, Geschichten oder so über COD4, weil ich das damals so, ich war damals, wie alt war ich da? Ich glaube 15 oder so. Und ich bin jetzt 23 und das ist ja eben jetzt schon einige Jahre her, wo das Spiel rausgekommen ist. Und ich glaube, dann müsste ich 14 gewesen sein oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, hoffe ich, ihr seid noch am Start und ich sag einfach mal, wir sehen uns dann gleich in einer Runde und ich werde jetzt mal eine Lobby finden, weil das Geile an COD4 ist ja, dass es dann noch Server gibt und ich würde mich einfach unfassbar freuen, wenn es wirklich in dem Remaster-Teil auch Server geben wird auf dem PC. Ich glaube, das wird einige von den Leuten, die eben COD4 noch aktiv spielen, und das sind sehr viele auf dem PC, dazu motivieren, vielleicht einen neueren Teil zu spielen. Und eventuell lässt es sich ja auch irgendwie einrichten, dass man Modern Warfare Remastered eben auch einzeln kaufen kann. Wäre auf jeden Fall mega gut. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in einer Runde und
chillen einfach mal so ein bisschen und gucken mal, was da so abgeht. So, wir sind jetzt hier auf der Map Pipeline. Eigentlich eine sehr schöne Map. Die waren eigentlich alle schön damals. Und wir werden jetzt hier mit der M4 mal spielen. Alter, hier gibt es auch noch diesen Noob-Aufsatz. Diesen Granatenwerfer. Hier kann ich euch mal zeigen. Den hat man immer sehr gerne gespielt, um die Gegner abzufacken. Und ey, das ist einfach so nostalgisch, sowas nochmal wieder zu spielen. Wir müssten hier jetzt gleich kommen. Das Ding ist, in dem Spiel musste man nicht so viel aimen. Und irgendwie war doch hier eine Leiter. Ach, hier ist die Leiter, genau. Jetzt können wir hier hochklettern. Lass mal hier meine Nase einmal kurz jucken. Und jetzt konnte man von hier oben die Gegner da hinten so wegholen, Alter. Das ist so geil gewesen. Wenn da jemand ist. Okay. Ich hab nichts gemacht. Können wir hier raus. Mega nice. Ich verpiss mich jetzt hier mal schnell. Okay, wie können wir jetzt die Drohne machen? Was stand da? 6 oder was? Okay, wir haben eine Drohne. Sehr schön. Jetzt können wir hier runter und hier drauf. Jetzt haben wir einen Luftangriff. Okay, wir nageln die hier ganz schön fest, da die Leute, ne? Okay, wir machen jetzt den Luftangriff einfach dahin. Dann müssten die ja aufs Maul bekommen, ne? Dann spawnen die wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay, wir haben einen bekommen. Das Schöne an der Sache ist, eben, man bekommt halt die Streaks, wenn man mit den Streaks Kills macht. Und das ist das Schöne. Wenn wir jetzt hier den Heli einsetzen, können wir schön abgehen. Ah, er gibt uns einen Wallbang. Da haben wir ein bisschen gefailt und jetzt zeige ich euch natürlich mal hier diesen Granatenwerfer. Den legendären. Jetzt mal hier hoch. Nein! Ah, er war unten, ne? Ja. Oh, ich kenne die Maps einfach noch auswendig, Mann. Das ist so schön. Ist er immer noch da? Das war halt ziemlich OP mit diesem Ding hier. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben zu IW und zu halt MW Remastered. Und worauf ihr euch persönlich am meisten freut. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, zum Beispiel vielleicht so einen Zusammenschnitt aller möglichen Karten, die es in MW Remastered geben wird, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like dafür da, dass ich Bescheid weiß. Und würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ja, vielleicht werde ich demnächst auch nochmal wieder Black Ops 3 Videos bringen. Kann ich mir schon vielleicht auch gut vorstellen. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, ob ich euch jetzt die ganze Runde zeigen möchte. Oh, er hatte halt schon relativ hohen Lag. Ah, da hat noch einer gecampt. Und ich freue mich einfach, dass es so Classic bleibt. Wow. Bei dem MW Remastered. So, irgendwo ist er doch hier. Er ist da oben auf dem Dach. Ah, okay, alles klar, von hinten. Jetzt kommen natürlich relativ viele Leute hier rein. Und ihr merkt schon, wie viele das Spiel einfach noch spielen. Das ist einfach so unfassbar. Er ist bestimmt immer noch hier oben. Oh Mann, ah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte die 5 drücken für diesen Noob-Launcher. Der nannte sich Noob-Tube damals. Nein! Ah! Lol, wir haben einen angehittet. Alter, er macht da heftig den. Er räumt ja komplett auf da mit seinem Luftangriff. Ein Kill. Ah, ja, Knifen war auf V. Ich habe das noch nicht umgestellt. Glaube ich, oder? Ne, auf E. Doch. Und ich habe keine Ahnung. 0 Punkte. Also es ist hier echt ein Zeitlimit und es läuft nach der Zeit. Lop. Rüber hier. Jetzt gehen wir mal gleich richtig ab. So, wir wollen jetzt nochmal einen killen hier mit dem Ding. Muss doch möglich sein. Wo sind die Gegner? Ey, wo seid ihr? Okay, die haben einen Luftangriff. Ich laufe hier natürlich einfach irgendwie rum und habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe es zu lange nicht mehr gespielt. Oh.
Es ist einfach mal wieder schön, sowas zu spielen, ne? Einfach so ohne irgendwie den Druck zu haben, krasse Streak zu erreichen und einfach vielleicht ein bisschen zu Spaß zu haben, so. Und zu gewinnen. Und Jungs, man konnte hier ein Nachtsichtgerät anmachen. Mega geil. Ja, und Claymores, die gab's hier natürlich auch, ey. Ach, du Kacke, Mann. Da, zack. Und das ist halt so abgefuckt einfach, ne? Das ist so witzig. Okay, jetzt haben wir noch eine Drohne. Wir wollen noch mal einen Heli machen, oder? Oh, er hatte Martyrium. Müssen wir aufpassen immer. Junge, Junge. Alles klar. Ich würde sagen, in dem Sinne beenden wir das Video jetzt hier an der Stelle auch mal. Und ja, würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und bis zum nächsten Mal.